bin jetzt die liebe Tante und bei mir sind die bösen Onkels. Bösen Onkels aus Frankfurt, hallo, 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 herzlich willkommen zur Sendung. Schön bunt seht ihr alle aus mit euren vielen Tätowierungen, kann ich leider nicht mitbieten. Warum seid ihr denn die bösen Onkels? Ihr seid doch ganz friedlich, so vorhin in der Kantine. Fand das irgendwie ganz nett. Kennst du uns? Ja, ich lerne euch jetzt gerade kennen. Wieso seid ihr denn so böse? Naja, was heißt böse? Das ist ein Name, ne? Das hat nicht unbedingt was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Nee, ich frage ja auch nur so dumm, weil ich wissen wollte, woher ihr den Namen oder wie ihr auf den Namen gekommen seid. Ja, den Namen haben wir von kleinen Kindern gekriegt. Da waren wir im Urlaub gewesen, ein bisschen Skifahren und so. Und dann sind die mit ihren Müttern an der Hand gekommen und haben gesagt, oh, die gucken mal da drüben, die bösen Onkels. Oh. Das ist ein ganz guter Name. Die Band danach nehmen wir den. Ja, naja, das ist eine gute Namensentstehungsgeschichte. Ihr habt ja ein ziemlich knallhartes Image, also so, wenn man euch so sieht, so für den Otto-Normalbürger wird es schwierig, mit so einer Sache fertig zu werden. Und ihr hattet aber darüber hinaus, also nicht nur euer Image, sondern ihr hattet auch wegen Ausschreitungen Auftrittsverbot in Deutschland. Ja, Auftrittsverbot nicht direkt, ja. Also es hat niemand zu uns gesagt, ihr könnt hier nirgendwo mehr auftreten, sondern es war eigentlich nur eine Konsequenz, da wir waren früher alle Punks gewesen und es gab halt da öfters Ausschreitungen in den Zuschauern. Und das hat natürlich dann halt die Folge gehabt, dass halt viele Veranstalter gesagt haben, naja, mit denen machen wir kein Konzert mehr, weil sie eben Angst um ihre Hallen hatten. Ja, ihr habt ja fast jahrelang, kann man sagen, nicht gespielt, ne? Richtig, ja. Mittlerweile sind sogar schon 2 Jahre, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ja, oh Gott, ja. Dann gibt es aber demnächst die bösen Onkels wieder live. Ja, es ist zu hoffen, ja. Wir haben jetzt also einen Gig in Limburg in Aussicht am 21. Januar. Steht nun natürlich nicht hundertprozentig fest, aber so wie es aussieht, wird das schon klappen. Und danach hoffen wir uns, wenn die Resonanz dementsprechend ist und das verläuft alles friedlich, was in unserem Interesse ist, dann nehme ich an, dass wir auch mehr Angebote bekommen. Dass ihr auch mal wieder eine richtige Tournee machen könnt. Ja. Jetzt hat sich ja die LP, die aktuelle Kneipenterroristen, 3 Monate ist sie jetzt, glaube ich, draußen, seit August, hat sich ja doch schon über 20.000 Mal verkauft. Ja. Obwohl ihr nicht live macht und In den Medien so gut wie nicht präsent seid. Und in den Medien so gut wie nicht präsent seid, genau, das ist richtig. Warum meint ihr denn, habt ihr so viele Platten verkauft? Kann es sein, dass euer schlechtes Image euch dazu verholfen hat, dass das Ganze, ich meine, irgendeinen Kick braucht man ja. Ja, eventuell. Ich glaube, die Kids verlangen auch ein bisschen vielleicht nach deutschen Texten. Ich glaube, dass erstens, glaube ich, dass unsere Musik, sagen wir mal, jetzt mittlerweile auch so in den Heavy-Bereich auch mitnimmt. Und ich glaube, dass uns das auch eine Menge neuer Leute gebracht hat. Und außerdem glaube ich halt eben auch, dass deutsche Texte irgendwie doch auch ein Grund dafür sind. Ja, und dass sie eben ein bisschen außergewöhnlich sind, vielleicht auch ein bisschen derbe wie bei anderen Bands. Das ist nicht unbedingt was Gewöhnliches, glaube ich, die Texte, die wir schreiben. Ja, warum, darf ich doch mal vielleicht auch mal jemand anders aus den hinteren Reihen fragen, worum drehen sich eure Texte? Was ist so der Inhalt? Verschieden. Wahrheiten eigentlich nur, wahre Geschichten. Ja, seid ihr auch politisch? Nee. Also ihr wisst, wenn man politisch die Zeitung guckt, so machen wir unsere Texte so ungefähr. Also ja, was die Kinder jeden Tag erleben. Ja. Ich meine, da wird gesungen übers Trinken, übers Feiern. Aha, mal wieder übers Trinken, mein Lieblingslied. Naja, gut, ist nicht nur so. Wir singen auch viel über uns selbst. Unsere Texten stehen halt so eine ganze Menge Ironie halt drin. Wir singen auch über irgendwelche Horrorfilmfiguren, weil wir alle gerne Horrorfilme schauen. Ja. Und verarbeiten es natürlich auch irgendwie in unseren Texten. Natürlich immer mit der gehörigen Portion Ironie. Die Leute nehmen manchmal unsere Texte etwas zu ernst, muss man sagen. Ja, was heißt, sie nehmen die Texte zu ernst? Das möchte ich ja doch genau. Sie denken zu viel über die Texte nach. Falsch. Ich glaube, die denken eher falsch gedacht. Die nehmen das, was sie vordergründig lesen können, aber denken nicht weiter nach, was eigentlich gemeint ist. Und wenn sie dann was lesen, ist denn gemeint? Ich mein, vielleicht also ich schreibe die Texte meistens in Ich-Form aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass dann die Leute kriegen sie eher ins Gesicht geschlagen. Es wirkt einfach ein bisschen härter. Obwohl es nicht unbedingt gemeint ist, wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Kindermörder oder sowas Lied schreibe, dann hat das für mich nicht die Bedeutung, dass ich das ins Positive ziehen will, sondern einfach nur, was in dem Mensch seiner Psyche halt vorgeht. Der Text ist einfach nur eine schauspielerische Rolle. Ja. Ist alles. Aha. Gut, also man soll es nicht so ernst nehmen, meint ihr. Ja. 1979 ist die Band ins Leben gerufen worden, das ist ja schon eine richtig lange Zeit, also ich meine schon fast 10-Jähriges könnt ihr nächstes Jahr feiern. Richtig. Ist das eigentlich die Originalbesitzung? Ja, das ist immer die Originalbesitzung. Nee, doch. Komm hier auf. Ja. Hi, ihr müsst euch ja sehr lieben. 10 Jahre. So ist es. Wir lieben und hassen lieben uns über alles. Ja, ist doch toll, dann habt ihr ja Trends kommen und gehen sehen. So ist es, wir haben auch schon einiges mitgemacht. Ja. Ja, wie ist es denn mit euch selber? Habt ihr auch die Welle gewechselt oder seid ihr eurem Ausgangs...
Dingens treu geblieben. Ich glaube, von unserer Charaktere haben wir uns wohl nicht sehr verändert, aber sagen wir mal, wir sehen heute natürlich einiges anders, wie wir es vor ein paar Jahren noch gesehen haben. Ist klar, man entwickelt sich ganz natürlich. Und deswegen sind wir nicht unbedingt anders geworden, aber sagen wir, ich glaube, wir haben uns allgemein weiterentwickelt, nicht nur die Musik, sondern auch wir persönlich. Mhm. Das wäre ja auch schade, wenn ihr euch in 10 Jahren, also ich meine... Das ist wahr, ja. Aber was war denn der Auslöser, 1979 eine Band zu gründen? War denn die Punkbewegung ein Vorbild? Ja, war das so die treibende Kraft? Ja, das ist richtig. Mhm. Als die Punkwelle aus England übergeschwappt ist, ich meine, damals, als wir die Band gegründet haben, konnten wir alle